Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdom Hearts Zero. Nein. Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 A Fragmentary Passage. Man kann es auch mit dem Namen übertreiben. Aber gut, in der letzten Folge haben wir uns durch den Dornenwald gekämpft und gegen einen Schattenborn gekämpft und da hinten warten auch weitere Schattenborne. Ist die Mehrzahl von Schattenborne. Ich weiß es nicht. Ganz viele Schattenborns. Und nach der Folge habe ich hier wollte ich speichern und dann ist plötzlich aufgeploppt, hey, wir können uns teleportieren. Wir können uns in die alten Gegenden zurück teleportieren. Nur bringt uns das jetzt nicht wirklich viel, meiner Meinung nach. Ich weiß, bin jetzt ein paar Sachen durchgegangen, habe geschaut, ob ich ihn verschatzt und vergessen habe, weil ich weiß, dass ich in der Welt des Spiegels. Meine Güte. In dieser einen umgekehrten Welt eine Schatztruhe nicht mitgenommen habe. Aber das Problem ist, man kann die anscheinend nicht zurückholen. Deswegen dachte ich mir, okay, dann lasse ich es. So, und wir werden uns jetzt durch diesen wunderschönen Weg da hinten wagen, wo schon ein Schattenborn auf uns wartet. Und los geht's. So. Ich bin gerade kurz überfordert. Ach, weißt du was? Ich springe hier nicht drüber, weil das nicht... Ah! Meine Güte! Gut. Aqua! Gut. Muss ich jetzt wieder gegen Schattenborne kämpfen? Wenn ja, ist das richtig kacke. Ja, ich muss. Aber gut, die sind nicht so stark wie der letztes Mal. Ich kann als Magiker durchführen, gut. Und vielleicht kann ich ja diesmal auch... Nein? Aber er ist tot. Nummer 1 ist tot. Der lässt mir irgendwas. Ja, Leben. Aber nicht so viel Leben, wie ich mir gewünscht hätte. Schade. Gut, dann mache ich dich jetzt nichts kaputt hier. Geh mal weg hier. Das ist halt... Au. Es ist halt mega fies, ne? Wenn die auf einmal alles von allen Seiten hier kommt. Kommt zum Beispiel die Blöde rein. Jetzt kann ich mich heilen. Überhaupt nicht nervig oder so. Wir werden aber zuerst zu Mr. Ich schieß dich tot mit Laserstrahlen und Bauchkugeln hier. Aua. Wieder. Ich kann hier wegmachen, weil es. Geht mir die Zeit auf den Nerven. Wie ihr seht. Ah, sag mal, Magika. Wieder die Prinzessin, okay. Stirb schneller, wenn's geht. Wow. Übertreib doch mal mit der Sterbeanimation. Hi. Der ist weg. Und ich habe mit Aqua bald die nächste Stufe. Ich habe übrigens so oft mit Aqua eine Stufe gut gemacht. Diese Karte ist überhaupt nicht verwirrend. Ne? Ich hoffe, sie machen die Karten in Kingdom Hearts 3 nicht. Also sie haben die Karten über. Das ist ja schon. Ja, sind ja schon fertig. Ich hoffe, die Karten sind in Kingdom Hearts 3 nicht so verwirrend wie jetzt hier, weil ich nicht mal weiß, wo ich bin. Da ist der nächste Schattenborn, da will ich nicht hin. Da will ich noch nicht hin. Das ist hier. Oh, ich bin voll in die Falle von Gegnern gelaufen. Gut. So, ich glaube, nachdem ich euch hier besiegt habe, bin ich locker 57. Autsch. Yes. Oh, alles hat sich erhöht. Schön. Man levelt hier, glaube ich, auch ziemlich schnell, weil ich meine, die Gegner geben einem 800 Erfahrungspunkte oder so. Was mal, gibt der? Der gibt den einem 800. Wenn ich mal den Gegner treffen würde, wäre es super. Aber der hat sich einfach da hinten in die Ecke verkrochen. Was soll denn das hier? So funktioniert das Spiel nicht. So, jetzt kann ich mich nochmal ein. Warte, ich habe ja doch. Warum setzt nicht mehr eine High Potion und sowas an? Das würde ich viel mehr bringen, aber so weit denke ich nicht. Gut. Da muss ich abbiegen, ne? So. Ich bin ein bisschen geprägt von Spyro, wenn ich Wasser sehe und denke jedes Mal, ich sterbe. Da ist nichts. Gut. Aber da konnte ich rauf. Feuer. So,
Was gibt's hier Schönes? Ein Ether. Schön, danke. Ich könnte irgendwas über Chemie sagen mit Ether, aber ich habe vergessen, dass Ether nochmal war eine Chemie. Deswegen lasse ich es. Ah! Na super. Ja, wenn sie runterkommen, könnte ich sie angreifen. Aber nein, denn so. Du bist runtergefallen, selbst schuld. Guck mal, da sind Wentes und Terra und stirb doch jetzt mal. Such uns weiter. Aber da hinten ist ja auch noch ein. Oder da steht einfach nur so ein Spaß da. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir zu unseren Buddies. Heil! Nein, das ist ja tot. Nein. Hinter ist eine Kiste. Ich wollte schon sagen. Nein, nein. Lasst mich vorher die Kiste. Ja? Und jetzt kann ich euch nicht tot machen. Weil da übelst der Abfluss tot ist. Na egal. Kann es hier zurücklaufen. Das wird nicht das Problem sein. Oh mein Gott. Ich möchte gerade nicht in Akt. Au. Ich wollte jetzt nicht gerne Gegner gewesen sein, weil das hier ist. Feuer ist da. Es ist noch gerade früh morgens, deswegen weiß ich nicht, was ich drücken soll. Aber wir kämpfen gegen Schattenbohr Nummer 533. Volker, verbrenne! Axel ist grüßen. Oh, Erinnerung am Donnenwald. Schön, aber es sind noch Gegner. Gut. Dass Volker so viel abzieht, hätte ich nicht gedacht. Gut, wir haben einfach mal einen halben Lebensbalken abgezogen. Läuft Barqua, würde ich sagen. Aber ich würde auch nicht gerne in Aquas Haut stecken, wenn ich ehrlich bin. Eben mitten in der Dunkelheit zu herumzuirren, ohne irgendwas, und dann langsam merkst du, du wirst verrückt eigentlich. Weil man kann mir nicht sagen, dass Aqua nicht verrückt wird. Weil ich wirklich mit niemandem reden kann. Und komplett alleine in dieser irgendwas Welt, dann geht sie durch die Welten, die sie schon war. Das ist halt auch nicht gerade das Beste, ne? Ich weiß, dass man mit Eisgar irgendwelche Wege hinlegen konnte, aber es geht, glaube ich, nur auf einem geraden Boden und ich wüsste nicht wo. Nein, hier nicht. Ah, ich muss hier lang. Ich muss ja hier rauf. Auch nicht schon wieder. Habt ihr noch nicht genug? Doch, habt ihr gut. Och Mann! Habe ich die Blitzkammer gemacht? Ich dachte, ich habe Blitzkammer gemacht. So. Okay, manchmal reagieren die Knöpfe anscheinend nicht. Ich hole mir mal eine Potion rein. So. Das kann ich ja zum Glück normal angreifen. Ah, Moment mal. Da war gerade ein Raum. Nein. Warum? Es bringt sich so viel, wenn ich nicht weitergehe und mich über meinen Sessel drüber lehne, sehe ich noch weniger. Auch manchmal bin ich echt nicht gerade auf der Höhe. Na gut. Feuer! Weißt du, das genau, was ich angreifen will, hat er nicht angegriffen. Er hat sie. Volker! Wow. Wow. Einfach verflucht. Ja. Kommt her, meine Lieben. Kommt her.
tue ich nichts. Ich tue ich nur zerstören. Vernichten. Eure Herzen. Drauf. Aua! Ich stehe mit den Ranken, ne? Aber egal. Gut. Ich weiß gerade nicht, wo lang ich gehen soll. Ich werde aber mal zu der Schatztruhe hingehen. Das ist mal ein Anfang. So, das Potion. Wow. Und soll ich auch noch Schluck auf. Das bringt sich ja voll. Ob dafür eine Aufgabe gibt, wenn ich alle Ranken zerstöre? Ich glaube ja nicht. Oh Mann, Mann! Ich drück die Springtaste und sie springt nicht. Aqua! Das ist okay. Ich meine, dass ich heute verpeilt bin, ist ja was anderes. Aber du? Hallo? Okay, da, beiden, da stehen die beiden Herrschaften. Deswegen gehen wir jetzt mal hier lang. Wir können gerne eine Folge machen. Ich habe kein Problem damit. Ich zerstöre alles hier. Das zerstört er nicht, ne? Ja, klar. Was ist das zum Beispiel? Eine Straße Blume für die Feen. Mini-Ohrenblau. Okay. Oh, da ist Ruhe. Ups. Potion. Ups. So. Das kommt aufs Gleiche, nur dass ich mir viel mehr auf die Fresse kriege. Haben wir das auch geklärt. Blitzka! 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 Wham! Okay, die haben es überlebt. Und da ist noch... Enough is enough! Nein? Okay, ich mach mich hier nach. Ich finde es ja schön, dass die sie einfach wegporten, diese Gegner. Schalt mal, ich kann die nicht angreifen, hallo? Mit denen, der liegt schon so richtig schon paralysiert am Boden. Wir haben gleich wieder ein Level up. Also gleich ist gut gesagt. Also wenn du dich jetzt noch einmal hin und her portest, kriege ich die Krise. Guck mal, der ist dann halt nicht angreifbar in die... Lass du das? Also diese Gegner sind... Ich kann ja nicht angreifen, wenn dieser komische Wasserkugel ist. Komm da raus, Mann. Ja, ja, danke. Mich auch. Hallo? Hat sich einfach aufgelöst. Der hat sich... Hä? Das brachte sich jetzt was? Naja, gut. Gut, gehen wir zu meinen Freunden, die vermutlich eh wieder verschwinden werden. Nein! So, ich geh jetzt mal da lang. Ja, da wartet eine Truhe auf uns und vermutlich Ranken und... Schöne Gegner! Woo! Und woo! Und machen wir einfach mal ein schönes Feuer! Heureka! So. Wir bringen die mir, die bringen mir 200 aber. Uah. Also manchmal frage ich mich echt, was Aqua angreift. So. Obwohl ich schon meinen Controller unter dem Tisch habe, höre ich das auf der Audiospur interessant. Das war dann nicht machbar. Gut, dann machen wir hier das Schiss. Feuerer! Oder Feuerer eigentlich. Irgendwie reagiert der Controller nicht so richtig, glaube ich. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, wow, wow, ja, okay. Übertreib. So ein Gefühl, dass ich gleich wieder gegen einen Boss. Oh, meine Güte! Ach Mann, spring doch! Ich wage mich zu erinnern, dass das Kacke war. Autsch.
Die Musik wird schon sehr episch. Autsch! Das wird ein sehr langer Kampf, das sehe ich jetzt schon. Nur ein sehr schwieriger. So sehe ich nichts. Wenn du dein Patschehändchen darauf gibst, bringt mir das nicht viel, Mister. Gut. Oh Gott. Au, und ich bin genau hineingelaufen. So. Geh wieder zu ihm rauf, Aqua. Geh wieder zu ihm rauf. Geh wieder zu ihm rauf. Dankeschön. Wow, du Kacke! Mal auch mit deiner riesigen Schattenkugel da. Da einfach blocken? So funktioniert das nicht, Aqua. Ach, doch, keine andere. So. Mir gerade ins Gesicht gespuckt, sah gerade so ausgesehen. Und ich weiß, glaube ich, eine viel bessere Taktik, den zu machen, als wie ich ihn gerade mache, aber ich wüsste gerade nicht, wie ich ihn anders machen soll. Und wir haben ihn sowieso gleich. Außer es passiert jetzt noch das Unmenschliche, wovon ich ausgehe. Doch gut geklappt. Tschüss, ganze Schattenbohren. Nies. Nicht, dass wir da jetzt reingezogen werden. Alter. Verwalter. Lauf der Terran Ventus hinterher. Ja, ich gehe kurz zum Schwächepunkt. Ich möchte das ganze aufregende Spektakel erstmal sprechen. Kann ich teleportieren? Ich kann mich dahin teleportieren. Wuhu. Oh Gott, mir ist gerade mega schön nicht geworden. Ich glaube, es lag auch in der Helligkeit eher. Dass es gerade von meinen Augen nicht so geil war. Ah gut, schauen wir uns mal hier um ein bisschen. Da kann ich vermutlich nicht zurück. Und überall die Schattenbohnen. Kommt sicher jetzt gleich eine unsichtbare Wand, wo ich dagegen rennen kann. Nein? Es kommt keine unsichtbare Wand, ich kann den ganzen Weg zurücklaufen. Ernsthaft? Tatsache. Tatsache. Ich finde halt krass, wie viele Schatten... Okay, wir sind in der Welt Dunkelheit, deswegen sind hier so viele Schatten... Guck mal. Da. Hey, guck mal, da ist die Burg von der Malefiz. Hm, interessant. Na gut, dann gehen wir mal zu unseren Freunden. Terra,
Van! Aqua! You're... Terra! You spoke? Can you see me? Of course! I see Ven too! Ven? He's here? Terra, what's wrong? Don't you see him? Where are we? A world the darkness has consumed. Its enchanted dominion. Consumed? The worlds fell? What's gotten into you? How do I know that you're Terra? And not the weakness that's in my heart, playing more tricks. Ven, please say something. Aqua, listen. I promise this is me, but I'm not myself. What do you mean? You're using the name Terra. That means you're seeing me the way that you remember me. But your heart is just painting the picture that it so wants to see. The real me is lost in shadow. Then you're here, trapped in the realm of darkness. No. My heart has ties to the dark. That must be why we can talk. But I can't see anything, Aqua. If you say Ven is there, then he's like me. An illusion created by your heart. I understand. Then you and Ven are safe in the outside world? I think. That's good. But how did you find me? I looked here and heard you in the darkness. Right, but why does your heart have ties to the darkness now? What did you mean, lost in shadow? Forget about me. Aqua, Xehanort is trying to locate Ven. He'll never find him. I hid Ven well. I think the reason he's not talking to me here is because he's still there sleeping. No, I can't control. This place. Is it the Chamber of Waking? Yes. Who are you? Really? You don't know? My name... Aqua, get back! Terra! I messed up. Xehanort is part of me. Now he's using me. So you'll tell him where you hid Ven. Silence! I won't give in. Aqua... You have to... Still you struggle! Terra! Aqua! Now you can be one with the darkness! Then... That is enough! Now I can be one with darkness. Aqua, are you okay? Mickey, how did... Terra, Ven! No time to talk. Dwellers of darkness. They're called Heartless! Jetzt haben wir endlich einen Namen für die Heartless, oh mein Gott. Wir haben Mickey zur Hilfe und ich weiß gerade nicht, wo ich bin. So. Ich glaube, wir müssen relativ oft gegen diese Schattenmassen kämpfen. Ich denke mal, ach wow, ich
können wir auch in Kingdom Hearts 3 vor, hundertprozentig. Autsch. Ich will nicht überhaupt. Was tut denn Miki da hinten überhaupt? Ah. Ah, okay. So hilft mir Miki. Ich verstehe. Aber sonst stand Miki gerade mal herum und hat nichts getan. Bin ich nicht so subjektiv. Subjektiv? Toll. Mein Gott, mein Kopf. Abschlussangriff. Wuhu. Ich glaube, ich muss definitiv mit Aqua ein bisschen leveln. Das werde ich auch, glaube ich, machen. Nach dieser Folge. Weil da können wir auch getrost dem Ende des Spiels zuschreiten. Oh, danke. Ist gleich Donners. Wir haben in diesem Part schon zwei Bosser gehabt. Das sind nicht nice. Aua. Hiya. Gepunktet. I'd find you in the realm of darkness, that's for sure. So, what happened? Have you seen Terra or Ven? No, just you. I'm sorry. The darkness in this place, it's getting to me. Oh. But you'll be okay. Say, we've been looking for you a long time. How come you're in this place? First, tell me, how long's it been in the Realm of Light? About 10 years. Interesting. After we last spoke, I took Ven somewhere safe, and then I went after Terra. But Terra was about to fall to darkness, so I had one choice. I stayed here in hopes of giving him a chance. I didn't know. How about you? What could have brought you here? Has something happened in the Realm of Light? It's the Heartless. They've been attacking worlds and taking their hearts. And worlds with no hearts vanish into darkness. But if we can lock the door between the two realms, light and dark, from both sides, we can protect the other worlds. So you see, I came here to find the key on this side. Turns out, it's not so easy getting into the realm of darkness. The points you can cross have become unstable. It's only when a world gets consumed that an entrance appears in the realm between. So I waited for my chance to sneak in. But hey, when I got here, I felt a warm, familiar light. I followed it to find my way to you. The charm. So they were helping. Terra and Ven brought you and I back together again. Yeah. But the worlds are still in danger. Terra, did he make it back to the Realm of Light? We still haven't found him. I see. Well, wherever he is, he's fighting. He'll beat his darkness. And I know he wants me to fight too. I think you're right. He'll be just fine. Yes. But what about Ven? He won't wake up unless I'm there with him.
I have to go. I have to find a way back to the Realm of Light. Good. Then let's locate that key and go home together. Does that mean you know an exit? Well, I was so busy finding a way in that I didn't give a lot of thought to where there'd be a way out. But together, we're sure to find one. You haven't changed at all. May our hearts be our guiding key. There's a phrase no one's used in ages. Keyblade wielders used to say those words to each other. And now, it's something I like to try and remember. So, ready? Ready. In den Tiefen der Dunkelheit befinden wir uns. Begib dich tief in die Schattenwelt. Ich muss sagen, es ist alles so richtig schön. Also, okay, ich meine jetzt von der Gestaltung her, jetzt nicht vom Aussehen her. Also, ich würde jetzt nicht gerne sein. Ich kann Aqua ganz gut verstehen, dass sie auch ziemlich geschockt war, als sie erfahren hat, dass sie jetzt schon 10 Jahre vergangen sind und sie schon seitdem 10 Jahre herum in der Vergangenheit gefangen ist. Aber diese ganzen Details mit diesem Glitzern und alles bei den Steinen und so, das ist schön. Und damit wir jetzt mal auf die Sache zurückkommen, mit dieser Terra Aqua Ventus Szene. Also ich glaube langsam auch, dass Xeha Nord ihr versucht irgendwie alles vorzugaukeln, dass sie auch ihr jetzt gerade vorgegaukelt hat, hey, da ist Ventus, da ist Terra. Und er hat sich als Terra ausgegeben, damit er halt an die Informationen kommt. Und Terra versucht sich halt wie immer halt noch richtig davon abzuhalten, dass das nicht der Fall ist. Dass er ihn nicht einnehmen kann. Dadurch, dass es vermutlich, glaube ich, der letzte Speicherpunkt hier ist, werde ich jetzt hier einen Cut machen und ein bisschen Aqua, ich glaube, auf Stufe 60 zumindest bringen. Damit es nicht so schwer dann wird beim Finale, weil ich kann mich erinnern, ich hatte damals auch normal gespielt, dass ich dann doch erhebliche Probleme beim Finale hatte. Irgendwie, also es hat sich ziemlich lang gezogen, weil ich so wenig Damage gemacht habe und der hat mir Unmengen an Damage getan, aber gut. Aber gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Birth by Sleep und wir sehen uns dann morgen wieder in einer neuen Folge. Bis dahin, ciao, ciao!